Es gibt ein Phänomen, das mich mehr fasziniert als alles andere. Mehr noch als Hochzeitstorten, Sokrates oder Trauerweiden es je könnten. Attraktion. Das Rätsel der Anziehung hat unzählige Faktoren, die mich in höchste Verzückung versetzen. Diese Person zieht mich an. Was an ihr zieht mich an? Was strahlt sie aus? Was an dieser Ausstrahlung wirkt auf mich? Und wieso? Interesse ist eine Sache für sich. Wie Computer funktionieren, muss ich nicht wissen. Aber ich könnte mich nie entspannen, wenn ich nicht genau wüsste, was mir im Leben fehlt, dass ich ausgerechnet diese Person um mich haben will. Oft hört man, gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Beides falsch, finde ich. Die Antwort findet sich irgendwo ganz anders. Bei Lil Nas X, I wanna fuck the ones I envy. In jeder guten Beziehung, ob platonisch oder romantisch, findet ein Prozess statt, der Michelangelo-Effekt genannt wird. Menschen, die sich lieben, stehlen sich gegenseitig Eigenschaften voneinander. Die Existenz des Michelangelo-Effekts im romantischen Aspekt impliziert, dass wir uns unwillkürlich zu Menschen hingezogen fühlen, die etwas haben, was wir gern hätten. Vielen fällt es oft schwer festzustellen, ob ihre Faszination bedeutet, dass sie diese Person daten oder genauso wie sie sein wollen. In meinem Fall immer beides. Wenn ich nicht sein kann wie du, dann will ich eben mit dir zusammen sein. Denn auch so kann ich mir ein kleines bisschen von einem Swag stehlen. Ich habe meinen Typen erforscht und die Erkenntnisse waren absolut einleuchtend. Was haben alle, die mich faszinieren, gemeinsam? Nach eingängiger Durchleuchtung meiner gespeicherten TikToks hatte ich ein Stichwort. Cool. Menschen mit cooler Haltung, cooler Stimme, coolem, entspannten Verhalten waren in klare Muster, die die Anziehung auf mich ausübten. Nächster Schritt war der folgende. Wieso Coolness? Wieso will ich Coolness in meinem Leben haben? Einfache Antwort, weil ich ein nervöses Wrack bin. Ich brauche diese innere Ruhe, diese Du-kannst-mich-mal-Mentalität in meinem Leben, weil ich sie nicht habe, aber nur zu gern hätte. Was in meiner Kindheit und meinem sozialen Umfeld mich zu einem Nervenbündel gemacht hat, kann durch eine Psychoanalyse herausgefiltert werden. Das aber ist eine Aufgabe für die zukünftige Alma und einen zukünftigen Slamtext. Momentan arbeite ich daran, so cool wie möglich zu werden. Ich glaube, wenn ich sagen kann, dass ich mich selbst daten würde, habe ich ein hohes Level der Selbstliebe erreicht. Selbstliebe ist auch sexy. Okay, danke.